Guten Tag und schön, dass ihr nochmal da seid. Wir sind zurück hier bei Crusader Kings 2 mit unserem König Andreas, der in der letzten Folge einen Erfolg verbuchen konnte, denn er hat ein weiteres Herzogtum seinem Reich hinzugefügt, und zwar das Herzogtum Tirol. Beziehungsweise jetzt ist das ein Erzbischof, also ein Erzbistum. Und der gute Lothar von Tirol hat das jetzt in seinem Besitz, was doch eigentlich ganz schön ist. Damit sind wir nur noch zwei Titel entfernt, was die, was den Titel Königreich von Bayern angeht, was eigentlich relativ gut ist. Wir können uns das gerne hier nochmal anschauen. Nee, das ist falsch, sondern da, hier drüber, genau, Bayern, sehen wir, dass wir hier... Hier sehen wir es, genau. Da brauchen wir noch zwei Titel. Dann haben wir nämlich mehr als die Hälfte. Und dann brauchen wir noch 400 Prestige, was wir locker haben. Und 343 Gold, was wir dann auch noch bis dahin bekommen werden. Da bin ich mir relativ sicher. Genau, wir müssen dann schauen, was wir halt eben versuchen zu erobern. Wir könnten entweder versuchen hier Nordgau oder eben Österreich. Österreich haben wir keine Ansprüche. Was natürlich ein bisschen... schade ist, aber bei Nordgau hätten wir einen Anspruch. Das Problematische daran ist aber, dass hier eben unser Cousin der Anspruchhaber wäre. Wir könnten auch versuchen, ihm einfach nur eine Grafschaft abzunehmen, was ebenfalls gehen würde. Aber das ist hier unten, okay, das spielt dann keine Rolle. Genau, wir könnten auch versuchen, hier einen Anspruch drauf zu bekommen. Wen gibt es denn noch in Nordgau, der da eventuell... einen Anspruch hätte. Anspruchsteller. Gibt es jemand, der an unseren Hof antreten würde? Nein. Wir könnten natürlich jemanden suchen, der noch unverheiratet ist und damit versuchen, an unseren Hof zu bekommen, aber das sieht nicht so aus. Okay. Ja, ansonsten müssten wir hier Vukasin versuchen zu stärken. Eine Möglichkeit wäre... Können wir nicht Angriffspakt? Macht der ja. Das machen wir mal. Das ist auf jeden Fall klug. Wir könnten später versuchen, ihn zu ermorden. Ihn zum Herzog machen und dann direkt verschwinden lassen. Ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt. Da können wir auf jeden Fall versuchen, uns drauf vorzubereiten. Wir können auf jeden Fall heute mal hier ein Gelage abhalten. Das haben wir schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht. Unser Vater sowieso nicht. Deswegen machen wir das mal. Wir haben hier noch einen Gefangenen, den wir freikaufen lassen. Und dann ist das auch alles in Ordnung. Und ansonsten würde ich sagen, lassen wir weiterlaufen. Ein Gelage und danach machen wir auch nochmal eine Zecherei, wo wir alle Leute so ein bisschen einladen, um unsere Beziehungen wieder zu verbessern. Als ich mit den Vorbereitungen für mein Gelage beschäftigt war, kam eine Truppe, ein Trupp fahrender Jongleure in der Burg an. Sie sahen etwas verzupft aus, aber ihr Auftritt unterhielt die gesamte Burg. Vielleicht sollte ich ihnen anbieten, sie in Lohn und Brot zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. So, der Bürgermeister konnte sich freikaufen, was sehr, sehr schön ist. Ohne Wildschweinfleisch ist kein Gelage vollständig. Wem soll ich die prestigeträchtige Aufgabe geben, die Wildschweine für das Gelage zu erjagen? Okay, es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit, uns zu verletzen. Wir werden mal den Marschall dahin senden. So, wir haben nicht Angriffspakt mit ihm, mit Vukasin. Das ist sehr, sehr wichtig. Der schönste Teil der Vorbereitung eines Gelages ist die Entscheidung über das Essen. Hirsch muss aufgetischt werden, Wildschwein und Ente. An Gewürzen und Met darf es auch nicht fehlen. Für den Nachtisch, Käse und vielleicht einen Schwan oder einen Pfau. Ja, da beim Essen nur das Beste, Geld spielt keine Rolle. Kostet erstmal ein bisschen was, aber ist erstmal in Ordnung. Die meisten Vorbereitungen für das Gelage sind abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch die Einladungen verschicken. Okay, sie kommt leider nicht. Sie auch nicht. Okay, relativ viele sagen ab. Oder bekommen wir nur die Nachrichten von denen, die absagen? Ich glaube, die, wo absagen, da kriegen wir die Nachrichten. Die anderen, die nicht absagen, da kriegen wir keine Nachricht. So, die sind auf dem Weg nach Hause, genau. Endlich, die Gäste sind da. Alles ist vorbereitet, die Köche haben Tag und Nacht an der Zubereitung des Essens gearbeitet und die Burg sieht schöner aus als je zuvor. Sehr schön.
Vielleicht finden wir ja einen neuen Freund. Oh, Wojtek ist nicht mehr Hofspitzel. Was ist mit ihm passiert? Oh, ist ermordet worden. Er wurde auf Geheiß von Gräfin Adela von Fritzlar umgebracht. Von unserer Vasallin, die hier oben ist. Oh mein Gott. Damit haben wir jetzt einen Grund, sie zu entmachten. Das werden wir auch tun. Weil das geht nicht. Ach, der Wojtek, das war ein guter gewesen. Mit dem sind wir richtig gut klargekommen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, sie da festzunehmen. Wir brauchen einen neuen Hofspitzel. Vukasin werden wir nicht als Hofspitzel auswählen. Irmele wäre eine Möglichkeit. Wir könnten unsere Ehefrau auswählen, was natürlich auch immer ein bisschen gefährlich ist. Na, Irmele vertrauen wir nicht. Ja, wir nehmen hier den Bischof Stefan. Das ist auch noch relativ gut. Geht auch weiter hier intrigieren. War das hier? Nee. Ach. Witzler, das war hier, genau. Okay, das heißt, wir müssen den gleich nochmal umstellen. Und wir werden den Marschall natürlich noch einmal hier auswählen. Und war das Revolte unterdrücken? Ich glaube schon, Revolte unterdrücken, und zwar hier. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gesteigert, dass wir sie festnehmen können im Normalfall. Wir lassen noch das Gelage ablaufen und dann werden wir sie festnehmen. Und wenn das bedeutet, dass es Krieg gibt, gibt es Krieg. Ich fing an, mit einem der Gäste des Gelages zu reden und wir unterhielten uns ganz prächtig. Die Stunden flogen dahin, Weinflaschen wurden geleert, andere Gäste entschuldigten sich und gingen zu Bett. Doch wir redeten noch bis in die Morgenstunden. Nun, noch nie zuvor traf ich eine derartig faszinierende Person. Oh, wir sind jetzt. Oh, wir sind jetzt befreundet mit Cousin. Mit unserem Cousin Reinhold. Sehr schön. Ist doch auch schön. Das ist auch eine schöne Sache. Hier der Graf von Gent. Aber genau so soll das ungefähr laufen. Auch mit Leuten, mit denen wir am Anfang nicht so gut ausgekommen sind, wollen wir Freundschaft schließen. Aber beziehungsweise, wir sind keine Freunde, oder? Doch, wir sind Freunde. Der letzte Gast ist auch ist nach Hause zurückgekehrt. Alle sind sich einig, dass dies das beste Gelage des Jahres war. Sehr schön. Oh, eine positive Meinung bekommen sie alle. Sehr schön. So, und jetzt werden wir direkt nochmal eine Zecherei direkt hinterher machen. Wir laden alle Vasallen ein. Genau. Um hier auch nochmal die Beziehungen zu verbessern. Und wir laden auch die größten Herrscher da noch ein. Und dass wir da ebenfalls gute Beziehungen da bekommen. So, dass da Freundschaften geschlossen werden können. Wird wahrscheinlich auch wieder sehr viele Menschen geben, die das alles ablehnen, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Natürlich laden wir unseren guten Freund ein. Wäre doof, wenn nicht. Ja, auch die rangniedrigen Vasallen werden wir hier einladen. Hier hätten wir beispielsweise ein paar Grafen, die wir unterstützen könnten, indem wir denen da Titel geben. Wenn wir beispielsweise so einen Bürgermeister... Nee, bei den Bürgermeistern war das ja so, wenn wir denen einen Grafschaftentitel geben und dann einen Herzogtumtitel geben, dann wird es ja eine Kaufmannsrepublik. Wir haben ja aber schon einen, also macht wenig Sinn, das jetzt so zu machen. Wir werden nochmal hier kurz schauen, ob wir hier noch jemanden einladen. Natürlich unsere Geliebte. Unsere Ehefrau laden wir gleich auch noch mit ein. Ist zwar ein bisschen gefährlich, aber ja, warum nicht? Ansonsten, ja, der gute Waldemar, den haben wir schon eingeladen. Nee, haben wir nicht. Möglicherweise, weil er ja nur in unserem Hof ist, aber nicht, er hat ja keinen Titel. Genau. Ihn hier können wir auch noch einladen. Wir laden natürlich auch den Kaiser ein. Na, das geht nicht. Okay, dann gucken wir mal kurz hier in den Reichsbaum. Er hier ist jetzt relativ mächtig, den können wir auch nicht einladen. Ihn hier können wir einladen, hier Böhmen. Ja, das heißt, der ganze Böhmenplan ist auch jetzt hinfällig. Ihn hier laden wir auch ein, auch wenn wir da eher Probleme haben, aber
Mal schauen. Vielleicht kriegt man ja irgendwelche Informationen oder es entwickelt sich irgendwie was Interessantes. Ja, aber der ganze Böhmenplan ist auf jeden Fall jetzt erstmal hinfällig. Ja, ihn hier laden wir auch noch ein und dann noch hier Österreich. Okay, er will nicht. Dann kommt halt eben Modena dafür. Okay. Ja, sie werden wir nicht... Ah doch, die haben wir wahrscheinlich auch eingeladen. Aber sie wird sowieso ablehnen. Wie sieht eigentlich Verschwörung aus? Nee, eher nicht so. Wie gesagt, wir könnten sie ja versuchen, hier festzunehmen. 66%. Wir werden das jetzt mal direkt versuchen. Ja, okay. Sehr schön. Und ihr den Titel entziehen. Okay, sie sind nicht zufrieden damit, wenn wir das tun. Wir könnten sie verbannen. Könnten sie freikaufen lassen, hinrichten, ist natürlich dann auch hart. Wir lassen sie erstmal ein bisschen im Kerker und dann schauen wir mal. Warten jetzt erstmal, wer alles zur Zecherei kommt. Und dann können wir ja immer noch schauen. Okay, sie, die, wo jetzt im Gefängnis war, hat, ja, ich kann leider nicht kommen. Du weißt ja warum, du weißt ja auch. Okay, wieder einige, die nicht kommen, aber auch viele, die diesmal kommen. Ja, wir haben sehr viele eingeladen. Was haben wir hier? Verschwörung. Oh, er will einen Anspruch auf das Heilige Römische Reich. Haben wir da ein Interesse dran? Eigentlich nicht. Wir haben ja eine gute Beziehung zu ihm hier. Wir haben sogar noch einen Gefallen, den wir gerne irgendwie da einsetzen wollen würden. Hm. Nee, lehnen wir ab. Okay. Wir werden auf jeden Fall diesen Bayern-Plan weiterverfolgen. Entweder indem wir... Doch, wir werden das so machen, dass wir eben unserem Cousin, mit dem wir einen Nicht-Angriffspakt geschlossen haben, diesen Titel geben und ihn dann ermorden lassen. Früher oder später. Wir haben Nicht-Angriffspakt, was schon mal heißt, dass er uns da nichts antun kann, beziehungsweise nicht gegen uns vorgehen kann, aber trotzdem. Ja, wir brauchen ja einen neuen Regenten. Wir lassen noch, wir warten noch, dass wie heißt es das, die nicht gelagert, die Zecherei noch geschehen und dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja einen Freund, der da würdig ist. Die Fürsten von Heiliges Römisches Reich haben der Einführung des Gesetzes Vizekönig würden zugestimmt. Okay, was bedeutet das? Wir gucken das uns mal an. Ja, was die Gesetze angeht, müssen wir auch mal schauen, was wir da machen. Ich denke, Zentralisierung wäre auf jeden Fall eine Sache, die ganz gut ist. Damit würde unsere Macht nochmal gesteigert werden. Wir gucken mal hier rein. Erbschaft war es nicht. Ah, hier können wir runterscrollen. Ja, Vizeherrscher würden. König. Ermöglicht Vizekönig würden. Kaiser können Vasallen mit Königreichen oder Herzogtümern belehnen, die dann als Vizekönigreiche gelten. Diese Lehen werden nicht vererbt, sondern fallen an den Kaiser zurück, wenn der Vizekönig stirbt. So ist es leichter, unter den Vasallenlimit zu bleiben. Ah, okay, interessant. Ah, jetzt können wir ihn einladen. Ja, dann laden wir ihn auch noch schnell ein. Das ist interessant. Das hat er also dann da durchgebracht. Genau, und dann kann er auch noch später diese Vize-Herzogtümer machen. Das heißt, er muss die Titel gar nicht mehr wirklich abgeben. Also er verleiht die quasi nur und kriegt sie dann wieder zurück, wenn derjenige stirbt. Na schade, er kommt nicht. Das ist auf jeden Fall interessant. Wir könnten auch noch unsere Mutter einladen, aber das ist schon zu spät. Schade. Gräfin Adela von Fritzlar beschwert sich aus dem Kerker über ihre dunkle Zelle und bittet um eine angemessene Unterkunft. Ja, dann wird sie erstmal unter Hausarrest gestellt, ist ja kein Problem. Sind ja kein fieser Charakter.
Heute wurde ich von meiner geliebten Hedwig angesprochen. Sie sagt, dass sie zunehmend über meine Essgewohnheiten besorgt ist. Sie denkt, dass ich in den letzten Monaten etwas an Gewicht zugenommen habe und hat nun Angst um meine Gesundheit. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gegessen. Ja, wir essen ein bisschen weniger. Ein weiterer Tag vergeht, in dem ich auf meiner schönen weichen Couch sitze und die letzten Köstlichkeiten schlürfe, die meine Köche zubereitet haben. Ich muss alles probieren, um sicherzustellen, dass das Essen für meine Gäste gut ist, aber all diese Privatpartys, die ich organisiere, haben wirklich ihre Spuren an mir hinterlassen. Ja, ich denke, wir sind schlau genug, dass wir das erkennen. Nein, das ist genug. Ich brauche eine Diät. Genau, wir machen jetzt erstmal eine Diät. Ist natürlich jetzt hart, aber ja, wir müssen ja auf unsere Gesundheit achten. Wenn unsere Geliebte das schon sagt, achten wir darauf. Die Gäste meiner privaten Feier sind eingetroffen. Sehr schön, fangen wir an. Wieder mal, direkt nach dem Gelage gibt es erstmal hier, wurden sie alle zum Zechen eingeladen. Es ist schön, in einer geselligen Runde Zeit mit Zechen zu verbringen. Während die Becher gefüllt werden, holte Waldemar ein Brett mit kleinen verzierten Steinen hervor und erklärt, dass es sich um ein Spiel handelt. Er versichert mir, dass man sich damit hervorragend die Zeit vertreiben und dabei enorme Mengen an Alkohol zu sich nehmen könne. Ja, klar. Spielen wir um Geld oder um Ehre? Aber wir spielen mal um Geld. Wir spielen stundenlang und das Glück neigt sich mal dem einen, mal dem anderen zu, während ich versuchte, die Stellung meines Gegners anzugreifen, ohne meine Verteidigung allzu sehr zu schwächen. Schließlich finde ich eine Lücke, mache ein paar geschickte und aggressive Züge und gewinne das Spiel. Ehre seine König. Oh, wir haben 5 Gold bekommen, immerhin. Oh, der Deutsche Orden hat wieder mal etwas bekommen. Im Bestreben der Verteidigung von Novgorod gegen heidnische Angriffe hat König Lemetje dem Deutschen Orden die Grafschaft Festung von Juensum gewährt. Okay. Und was haben wir hier? Wir können wieder jemanden festnehmen. Erzbischof Lothar von Tirol. Was hat er gemacht? Also er will jemanden umbringen. Ja. Okay, die Wahrscheinlichkeit, den festzunehmen, ist relativ hoch. Aber wir sind wahrscheinlich gerade dabei, ihm überhaupt sowieso dass er das wieder beenden soll. Mal schauen. Ein neuer Vogel ist eingetroffen und ein neues Buch über die Kunst der Poesie ist in der Bibliothek. Ja, wir gehen eher jagen. Auch wenn wir jetzt eigentlich da die ganze Zeit mit den Leuten da feiern, aber okay. Vielleicht gleichzeitig. Der Rat von Hedwig war die Motivation, die ich brauchte, um wieder in Form zu kommen. Ich kann kaum glauben, wie nahe ich davor war, für den Rest meines Lebens ein faules und fettes Schwein zu sein, dass ich nicht über den eigenen Zustand im Klaren ist. Puh, ich fühle mich so hungrig. Ja, wir haben aber die Disziplin. Wir halten das durch. Das Feiern und Zechen ist vorüber. Zumindest für den Moment ist es höchste Zeit, sich wieder der Realität zuzuwenden. Oh, wir könnten uns jetzt den Spielen widmen. Ja, ich denke, das machen wir. Ich widme meine gesamte Freizeit nun den Spielen. Das passt natürlich. Weil wir ja auch da militärisches Geschick haben. Wir sind gerissen. Das passt sehr, sehr gut. Und ist natürlich eine super Sache für gesellige Menschen. Wir werden ein Meisterspieler. Ja. Und das macht auch Diplomatie hoch. Mein neuer Vogel fing, tötete und brachte mir Kaninchen um Kaninchen. Das gefällt mir. Sehr schön. Das hat also super geklappt. Okay. Wir haben sehr, sehr viele Truppen, was sehr schön ist. Wir haben keinen neuen Freund bekommen, aber wir haben ja Personen, die wir nutzen könnten. Ja, Lothar nehmen wir mal nicht. Ich denke mal, wir nehmen hier mal Graf Reinhold von Gent. Wir haben uns ja mit ihm angefreundet. Deswegen ist das jetzt eher weniger ein Problem. Er ist noch dabei, die Beziehungen zu verbessern. Wir wollten schauen wegen ihr. Also den Titel können wir nicht abnehmen. Ja. Weil wir wollen die Beziehung nicht nachhaltig verschlechtern. Hier könnten wir versuchen, natürlich jemanden auf unsere Seite zu bringen. Na, wir sind kein Tyrann. Wir könnten natürlich versuchen, hier sie zu ermorden. Das geht aber auch nicht. Hm.
ist eben die Frage. Titelspruch, Anspruch erbitten geht auch nicht. Exkommunikation ersuchen geht leider auch nicht. Wir könnten sie freikaufen lassen. Einfach entlassen ist wahrscheinlich sogar besser. Dann geht die Meinung hoch. Wir lassen sie mal freikaufen. Haben ein bisschen Geld bekommen und dann wird sie schon keine Probleme mehr machen. Okay, und wir können auch nicht mehr den anderen da versuchen einzukerkern, was aber in Ordnung ist. Was für Ansprüche haben wir denn hier momentan? Ja, Ländereien, Herzogtitel, alles relativ uninteressant. Am interessantesten ist momentan hier mit Nordgau. Was ja zum Königreich Bayern gehört. Genau. Das heißt, wir müssten hier das machen. 4200 Truppen, hat keine Bündnisse. Würde ich mal sagen, versuchen wir es. Hier. Für ihn. Haben wir sonst keine Bündnispartner? Wir haben doch gerade Bündnisse abgeschlossen. Ja, aber okay. Da würde ich tatsächlich sagen, da würde ich sogar unser Bündnis da einsetzen. Ja, ich denke, wir machen das. Beziehungsweise haben wir, wo sahen wir denn nochmal die aggressive Expansion oder, ja, hier die Bedrohung. Okay, da brauchen wir uns momentan keine Sorgen zu machen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Erklären wir ihm den Krieg und nehmen ihn Nordgau ab. Für unseren Cousin, den wir dann später dann auch nochmal erledigen werden, höchstwahrscheinlich. Genau. Und da rufen wir sie mit rein. Genau, unsere gute Mutter, die mittlerweile 63 ist. Also übrigens auch, das wurde richtigerweise angemerkt, unsere Familienmitglieder werden meistens gar nicht mal so alt. Auch unsere Herrscher werden im Durchschnitt so gerade mal 50 oder 52, 53. Natürlich waren damals in der Zeit die Leute nicht alle so alt geworden. Aber trotzdem, bei uns fällt das schon auf. Der älteste Herrscher, der ist gerade mal 60 geworden. Das ist auch schon interessant, würde ich sagen. Naja. Wir haben den Krieg erklärt. Wir werden jetzt erstmal alle Truppen ausheben. Genau. Machen wir das wieder so. Die ziehen wir mal dahin. Und den Rest hier ziehen wir mal hier hin. Genau. Ja, da sind jetzt auf jeden Fall viel mehr Truppen da. Logischerweise. Die hatten jetzt erst am Anfang nur ihre eigenen Truppen da gehabt. Und dann haben sie jetzt ihre Vasallen noch mit reingezogen. Ja, und sie ist jetzt da wieder frei. Wir haben jetzt eine positive Meinung von ihr. Sie aber noch keine positive von uns. Aber vielleicht können wir sie da ja auch noch gefügig machen, dass sie da nicht zu auf dumme Gedanken kommt. Es war nicht einfach, aber ich denke, dass ich endlich wieder in Form komme. Die meisten meiner alten Kleider sind mir zu groß geworden und ich kann einer Treppe hinausrennen, ohne schweißgebadet oben anzukommen. Okay, war gut, dass er eine Diät gemacht hat. Erst einige Wochen nach dem Bankett hörte ich davon und wunderte mich, warum ich nicht eingeladen worden war. Sind Erzbischof Balduin und ich nicht Freunde? Oje. Wir haben drei Möglichkeiten. Vielleicht hat er es vergessen. Nicht mehr. Wir müssen mal miteinander sprechen. Ja, wir werden mal mit ihm sprechen. Wir haben ja Interesse dran, dass wir ihn quasi nutzen. Deswegen. Aha, sie macht da wieder Probleme. Während einer besonders hitzigen Debatte im Rat konntet ihr Prinzregent Geraldo der Räche davor bewahren, sich zum Narren zu machen. Ihr konntet allen Beteiligten beschwichtigen und die Streitfrage zugunsten von Prinzregent Geraldo der Gerechte entscheiden. Dies erwies sich als großer Vorteil für euch, der nun in eurer Schuld steht. Wann werdet ihr diesen Gefallen wohl einfordern? Oh, wir bekommen, nein, er bekommt Prestige und wir haben hier einen Gefallen. Da müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht im Rat was, also das irgendwie nutzen können. Wir gehen mal dahin, beziehungsweise wir können auch dahin gehen, dann laufen die sich so entgegen. Sie ist hier unten, genau, Imotski.
Ist er noch da? Nee, wir haben ihn ja da hochgeschickt. Deswegen schicken wir mal wieder hier zurück. Ja, der Marschall kann erstmal da weiter Revolten unterdrücken oder... Nee, beziehungsweise eigentlich nicht. So, der wird erstmal hier wieder als General da rumlaufen. Bei den Truppen hier. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil das hier werden nicht genug Truppen sein, um die hier zu besiegen. Das heißt, die werden wahrscheinlich relativ schnell versuchen, hier rüber zu laufen. Okay, wir pausieren kurz. Wir haben hier ein Kind mit Kindheitsfokus. Die gute Jutta. Sie bekommt jetzt einfach mal... Ja, Stolz bekommt sie. Wir machen das ja relativ zufällig, weil... ja, Bildung eben so ist, dass das... Warum können wir nicht? Oder sind wir hier schon, oder was? Nee. Aber wahrscheinlich, weil der König das verhindert. Dann würde ich nämlich hier gerne kämpfen. Aber wir können uns selbst nicht auswählen. Ah, höchstwahrscheinlich, weil wir diese Diät machen oder sowas. Deswegen geht das wahrscheinlich momentan nicht. Wir können das auch nochmal überprüfen. Ja, wird höchstwahrscheinlich der Grund sein. Okay, gut. Bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war's von eurem Grumpass Bambuso.